Am nächsten Morgen hat Robert seine Frauen direkt auf die Palme gebracht. Immobilienbesichtigungen in Dubai sorgen bei den Mädels sonst für Ärger. Mal schauen, was heute so passiert. Ja, jetzt sind wir hier auf der Palme und hier ist einer der größten Villen zu verkaufen. 35, 36 Millionen Euro. Soll spektakulär sein. Sind wir mal gespannt, was uns drinnen erwartet. Also ich sag schon mal, im Preis inkludiert sind zwei Autos, ne? Ah, die sind schon mit im Haus. Die sind schon mit im Haus. Und die Harley auch hier. Wir sind durch die Garage jetzt heute reingegangen, weil ich wollte euch direkt die 200.000 Euro Custom-Made Harley Davidson, die auch noch hier mit so einer kleinen Wassershow untermalt ist. Okay, also zwei Autos plus Harley. So schaut's aus. Ja, das ist dann schon ein Schnäppchen. Frauen kommen automatisch. Da brauchst du dich nicht sorgen. Schatz, wenn du die Hütte hast, brauchst du mich nicht mehr. Ich sage euch mal ein paar Daten und Fakten. Wir haben fünf Schlafzimmer, acht Badezimmer. Wir haben zwei Kinos, wir haben ein Fitnessstudio, wir haben einen Saunabereich, wir haben einen Candy Shop in hier. Wir haben natürlich Privatstrand, zwei Pools, Jacuzzi, alles was dazugehört. Wir haben insgesamt 1500 Quadratmeter Wohnfläche und über 2000 Quadratmeter Land. So, und ich würde sagen, wir gehen direkt mal in die Haupthalle des Hauses. Wow! So deckt man einen Tisch, das ist nicht schlecht. Ne? Carmen, das ist die Showküche. Ja. Oh, geil. Genau, einer der Features des Hauses ist sicher diese Showküche, wo natürlich alles schön eben eingebaut ist. Natürlich alles Gaggenau Appliances. Und eines der Hauptteile dieses Hauses, der Hauptverkaufsgrund meiner Meinung nach, ist, dass du hier eine richtig fette... Hauptverkaufsgrund ist der Rabatt. Wow! Eine volle Gastroküche. Wo du natürlich alles hier schön ohne den Geruch, den deine Gäste dann belastet, sondern kannst schön hier richtige Chefs hiren, absolute Gastroküche wie aus dem Hotel. Und da kannst du dir das Essen zubereiten für deine Gäste. Das Geilste, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Küche sehen wir genau, was hier draußen passiert. Ja. Wissen, wann der Gang... Hat auch noch keiner benutzt. Weggeholt, abgeholt werden soll. Das ist ja mal der Burner. Hier noch ein Feature, was wir brauchen. Guck, das haben wir nicht. Das brauchen wir. Oh, Schnitzel. Wir brauchen auch das Geschirr. Oh, mein Schnitzel. Das kriegen wir auch. In Frankreich ist das nicht so, dass du eine Showküche und eine zweite Küche hast. Dafür ist der Platz zu teuer und die Apartments zu klein. Ja. Auch unseres, wir haben nur 300 Quadratmeter. Da würdest du zu viel Platz verlieren, um eine Showküche. Die arme Frau, ne, mit 300 Quadratmetern. Weißt du, du brauchst ja schon zwei Putzfrauen hier. Bei uns ist das alles ganz normal. So, natürlich Highlight des Hauses auch, oder das Herz des Hauses, Herrschaft des Hauses, ist natürlich diese 12 Meter hohen Decken hier. Wir haben, wenn du natürlich auch durchlaufst, du siehst, du hast Fendi-Teppiche. Also auf jeden Fall steht er auf Brands, das sieht man schon mal. Ja. Bentley, Fendi, also Hermes. Alles natürlich branded hier. Fendi, Hermes, Bentley. Den habe ich auch. Das ist dann der Barbereich. Das kann meiner nicht. Was macht der? Der bewegt den Kopf. Ach nein. Modifiziert. Modifiziert. Muss man nach Bangkok schicken. Ne? Boah, Wahnsinn. Ah, hier hat einer aber mal richtig Geschmack. Ne? Ja, deshalb zeige ich euch das, weil ich weiß, hier könnt ihr einfach reinkommen und euch wohlfühlen. Ja, hier brauchst du nichts zu verändern. Zwei Vollleitstellen, Jacuzzi, natürlich alles. Vor allem nachts kommt das natürlich sehr, sehr geil zur Geltung. Wir haben den Sunset direkt hier vor unserer Nase praktisch. Kleine Bar, also ich glaube, nicht zu übertreffen hier. Am Ende des Tages hat so eine Besichtigung natürlich auch immer einen Hintergrund und einen riesengroßen Vorteil. Das ist, man wird natürlich inspiriert von dem, was andere Leute machen. Man kann selber seine Ideen dann hinterher kreieren. Also einige Gemeinsamkeiten sehen wir schon. Also der Geschmack wäre jetzt hier von uns natürlich perfekt getroffen. Allerdings ist das Ding natürlich für uns, für Dubai, im Moment viel zu groß. Dafür müssten wir unsere Zelte in Monaco abbrechen. So, das erste Schlafzimmer habt ihr schon entdeckt. Das ist klein. Das sind die Kissen, die wir auch haben. Aber das sind diese Zimmer, Mama. Du kannst die Fenster nicht aufmachen. Wir kriegen die Lampen jetzt auch von oben runter, ne? Papa, das sind diese typischen Zimmer, wo ich niemals drin schlafen würde, weil du hast hier kein Sonnenlicht. Weil wenn du es aufmachst und Leute kommen vorbei, sehen die dich. Komm, ja, das ist gut. Siehst du? Kannst nicht mal nackt in dein Zimmer rumlaufen. So, natürlich haben wir zwei Master-Schlafzimmer. Das heißt, zwei große. Keine Angst, Davina, auch an Nicht-Nudisten hat der Architekt des Hauses gedacht. Wie, sehen wir gleich.
Guck, da geht der Fernseher auch raus direkt. Das ist so ein Fenster, wie du auch bekommst, ja, um runter zu gucken. Ist auch ein schöner Teppichboden, muss man sagen. Ja, läufst du wie auf Wölkchen. Ja, also wir haben schon einige Sachen, die ähnlich sind. Aber ich finde es cool, dass du alles mit dem iPad kontrollieren kannst. Das ist auch keine schlechte Idee, das hier. Ja. Diesem Kies rum. Ja, das ist auch schön und pflegeleicht. Ne? Ja. Das ist mein Traum. Oh mein Gott. Ja. Master Suite. Kam macht die natürlich schnell voll, die Schränke. Ne? Das ist das Problem. Am besten lassen wir die Kam gar nicht hier rein, sonst wird es wieder teuer. Wieso, warum soll ich denn hier nicht? Aber sieht gut aus. Oh, ist das schön. Ist echt schön. Ah, das ist. Und die Farbe ist mega. Der Main Bedroom für die Frau. Wie geil ist das denn? Welcome to heaven. Wow, Robert. Das ist cool, ne? Ihr bitte nicht. I break together. Ich könnte dir sofort einziehen. Soll ich schon mal packen? Carmen, ich will mich doch hier nur so ein bisschen inspirieren lassen. Und da meinst du, wir brauchen ein Wochenendhaus in Dubai, wo wir ein paar Tage im Jahr hinkommen, für so viel Geld? Also das ist schon mal der geilste Badezimmer, den ich jemals gesehen habe. Nein. Oh, wow. Das sind die Scheiben. Die sehen cool. Siehst du, das meine ich. Das kannst du damit machen. Siehst du? Dann kannst du auch bei dir nackig, ja. Kannst du nackig rumlaufen. Siehst du? Weltklasse. Auch schön. Okay, das ist auch gut gemacht. Ja. Das wäre in dem Fall für Davina. Richtig? Ja, ich finde das geil. Das finde ich richtig cool. Das Disco-Zimmer. Genau. Das Problem ist, jetzt mag ich mein Bett nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Ja. Müssen wir ein neues Haus bauen. Ja. Hätten wir euch besser nicht gezeigt. Das ist was für die Kinder hier. Hast du den Mund schon voll? Wem kennt dich schon? Tja, hier sollte man den Mund besser nicht zu voll nehmen. Sonst könnte es eng im Flur werden. Ja, Haus kann ich nicht kaufen. Kannst du mich irgendwann rausbuchen. Hier kann doch kein normaler Mensch vorbeigehen und nicht mal probieren, oder? Oh, die sind aber lecker. Noch mal eine. Bei dir direkt hast du dein Home Cinema. Ja, das ist dann mal ein Kino, oder? Kannst du euch mal ein Foto von euch machen? Mhm. Ihr drei von der Tankstelle aus dem Candy Shop. Hallo. Shania? Weißt du, Leute kommen auf Ideen, sag ich dir. Mega, mega. Mega. Ein Cinema reicht nicht. Wir haben noch ein zweites Cinema, und zwar outside. Hier sind wir richtig. Ja. Hier ist Pep Cook, die Aussicht. Und wenn ihr euch auch noch ein Auto auf die Terrasse stellt, hättet ihr ein Autokino. Aber man will ja nicht übertreiben. Boah, ist das schön. Jetzt überleg mal hier, die Sonne geht unter, du hast ein Gläschen Wein. Oder zwei. Oder drei. Oder drei. Guck mal hier. Mal kurz im Pool. Weltmeisterschaft. Ah, ja. Hä? Kannst dir die Weltmeisterschaft hier gut anfühlen. Boah, der hat Hot ja... Cup. Der hat ja alles gedacht hier. Ja. Das ist die Geißenmenschen hier. Hier geht's weiter. Hier ist dann die Schokoladenecke, Popcorn. Und dann, sehr, sehr geil, hinten dran das Gym, dass du immer daran erinnert wirst, dass du direkt danach wieder alles verbrennen kannst. Hier kannst du noch alles verbrennen, hier kannst du noch alles abnehmen. Ja. Das ist mal leider sehr, sehr geil. Ne? Das ist eine Endstufe hier. Ja, sehr. Also viel, viel sehr besser. Sehr gut durchdacht. Ja. Mega. Mega. Ja, ja, lasst mich nur zurück. Ich bin nur eine Last für euch und bleibe hier. Wie alt ist der Eigentümer? Jung. Der ist Ende 30. Ende 30, ja, ne? Ja. Wie kommt es, dass er so viel Geld hat? Aber hat einen sehr guten Geschmack. Familie. Also er hat geerbt? Nee, der Vater lebt noch. Aber die haben genügend. Aber die haben Kohle, ne? Ja, ja, sonst kann er ja sich so ein Hobby nicht leisten, solche Häuser zu bauen. Und warum will er das verkaufen? Das ist sein Hobby, das macht er. Der baut solche Designs, er baut solche Billionaires-Mansions und verkauft sie. Verkauft sie wieder, ne? Ja, und macht damit ein paar Millionen. Oder macht er gutes Geld. Das hat sein Hobby und das macht er zum Beruf. Sehr gut. So, für uns geht's jetzt zurück ins Atlantis. Hoffentlich wird es nicht so heiß. Heute ist nämlich richtig. Heute knallt es ein bisschen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Du fährst uns wieder zurück. Okay, wir fahren mit dir. Ja. Sehr gut. Bevor es den Kindern langweilig wird, steht zurück im Hotel wieder etwas mit mehr Action auf dem Plan. So, Kinder. Hier war das letzte Mal, glaube ich, vor 8 Jahren. Kann das sein?
Ja. Ja. Boah, hier hat sich aber das ist schon Wahnsinn. Jetzt haben wir den ganzen Freizeitpark für uns alleine. Guckt ihr das an? Warte, wenn wir hier vor 8 Jahren waren, haben eine wir Stunde lang für uns ganz alleine. Dann und am Ende des Tages sind ja kaum Leute da. Ja, also heute steht an, die Kinder wollten ja unbedingt noch mal auf ihren Spuren unterwegs sein. Vor 8 Jahren, glaube ich, waren sie das letzte Mal hier in diesem Aquapark vom Atlantis. Und da sind wir jetzt heute. Und eins haben wir geschafft, eine Stunde ganz alleine den ganzen Park für uns. Jetzt könnt ihr sich dranhalten, jetzt könnt ihr rutschen, schwimmen, tun und machen, was sie wollen. Oder sich am Ende des Tages einfach nur auf die Liege legen. Das tue ich nämlich, jetzt ist nämlich gar keiner da. Guck, die ist cool. Was? Die sieht gruselig aus, oder? Die ist cool, die kommt hier runter, hier raus, hier. Ach du Schnitze. Die sieht schmerzhaft aus. Ja, weil wenig Wasser drin ist. Da brennt der Po, sage ich dir. Echt? So, wer geht jetzt rutschen? Geht einer rutschen? Ja, ich. Ich mach den Video. Echt? In Dubai haben die Geissens heute einen ganzen Wasserpark für sich alleine. Mal schauen, wer sich gleich nass macht. Hier hast du auf jeden Fall als DJ eine perfekte Aussicht, ne? Hinter dir das Haifischbecken, hier vor hast du die ganzen Leute und dann kannst du die beschallen. Carmen, möchtest du auch mal wie David Guetta? Komm mit mir, cool. Ich hol dich auf meine Bühne. Mach mal. Aua! Aua, was ist denn Aua? Ja, du brichst mir fast die Hand. Du musst so machen, du musst deinen Kopfhörer und so machen. So, warte. Oh, geil, oder? So. Okay, dann geh ich wieder, ich überlasse euch das hier. So, weißt du, so wie ein bisschen einer, der komisch ist. Ja, aber da musst du schon, Coronis haben, wenn du da runterfließt. Also bei sowas muss auch ich mich ausklinken. Ich gehe mal mit dir hoch, ich gucke mir das mal von oben an. So, Shania, was liegt heute an? Also ich gehe jetzt rutschen. Was gehst du? Rutschen. Kannst du einen vollen Satz sagen? Ich gehe jetzt rutschen. Ist heute ein schöner Tag? Nein, es regnet. Okay. Macht das Spaß hier? Nee, gar nicht. Okay. Scherz natürlich. Und du, Davina, was machst du heute? Ich schau zu. Okay. Und Carmen, du? Ich auch. Ich schau auch zu. Okay, ihr seid ja heute sehr gesprächig. Scheint zu früh für euch zu sein. So, komm. Komm, Knöpfchen. Viel Spaß. Warte, ich nehme euch auf. Viel Spaß. Ja, ich liebe euch auch. Ciao. Habt Spaß. Guck, wir müssen hier hoch. Guck hier. Oh Gott. Und nur 10 Minuten später. Das macht aber keinen Spaß hier. All diese Treppen hoch, die sollten einen Aufzug bauen. Ja, aber schon hoch. Du brauchst eine halbe Stunde, bis du hier oben bist. Und noch eins hoch? Ja, ach, also noch Schnitze. Zwei. Und ich muss halt alles wieder runter. Ich bin auch blöd. Ja, aber runter ist okay. Hi. Lass mal gucken. Ach du Schnitze. Na, Shania, den Mund doch etwas zu voll genommen. Das sind 27 Meter. Vorher habe ich schon gedacht, dass es doch ein bisschen einfacher ist. Aber jetzt sehe ich, wie hoch es ist. Ach, jetzt habe ich schon ein bisschen Angst. Ach du Scheibe. Warst du nicht schon mal hier und hast dich todesmutig in die Tiefe gestürzt? Ja, ich habe schon mal mit 8 Jahren gemacht und das glaube ich auch, weil da war ich noch sehr mutig. Jetzt bin ich nicht mehr so mutig, wie ich war, als ich so 7, 8 war. Aber ich kann mich noch erinnern, als ich es gemacht habe, bin ich rausgeflogen und dann wieder auf der Rutsche. Ja? Und deswegen hatte ich richtig Angst. Aber ich bin jetzt schwerer geworden. Also, ja, komm, dann setz dich mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Stella wieder. Ja, meinst du, sie traut sich? Ich glaube schon. Ah, sie sagt ja. Oh, ich hab Angst. Okay, gib Gas. Das hat richtig weh getan, aber es hat schon ein bisschen Spaß gemacht. Ja, ich bin wirklich rot. Ach du Schnitzel. Wow. Schnell, guck mal, lass mich ein Foto machen. Du hast da Bluterguss in der. Oh. Ja. Da, geh mal weg. Mama. Boah. Jetzt im Ernst? Oh mein Gott. Boah, das ist aber echt krass, ne? Das tut weh. Ja, da bin ich ja froh, dass ich das nicht gemacht habe. Mir wäre wahrscheinlich ein Silikon geplatzt.